Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen im Englischen Garten. Wir werden heute 100 Menschen fragen. Werden wir nicht, macht euch keine Sorgen. Seitdem ich in München unterwegs bin und 2-3 Folgen gedreht habe, muss ich ehrlich sagen, dass mich voll viele Leute erkennen. Es ist auch manchmal weird, weil mich so Leute anschauen, wenn ich mit Kamera rumlaufe, so einen auf bitte fragt, wer mich nichts. Kommen wir so vor wie so ein, ihr kennt die, oder? Haben Sie Bock zu spenden? Haben Sie Bock? Auf jeden Fall werden wir heute was sehr, sehr Geiles machen und zwar bayerisch frühstücken gehen. Für alle, die nicht wissen, wie man bayerisch frühstücken geht, werdet ihr in diesem Video rausfinden. Gibt's heute keine Weißwisch. Das ist einfach eine spontane Idee, wo ich euch mitnehmen wollte. Wir genießen das Wetter, wir genießen die gute Laune in der wunderschönen Stadt München. Freut euch auf weitere Videos aus Düsseldorf, Amsterdam und Special Guest. Ihr könnt jetzt schon in den Kommentaren raten. Ich bin gehypt, aber ich will noch nicht zu viel verraten, weil vielleicht klappt es nicht. Viel Spaß mit der Folge. Let's go. Ja, ja, ja. Hier war ein Pferd unterwegs, das sehe ich. Wir sind im Ganzen auf der Spur, weil Pferde mögen Weißwürst. Hast du gerade das Gefühl, du bist in München? Na klar. Echt? Na klar. Bro, Englischer Garten ist schön und so, aber hier ist ja gar nichts los. Schaut euch mal das an. Bro, hier ist nicht eine Ah doch, da hinten sind welche. Alter, da kommt echt ein Pferd jetzt. Das ist nicht in ihr Ernst. Das ist Polizei. Hey, frag mal, ob du streicheln darfst. Und wenn sie sagt, ja, streiche sie. Darf ich ein Foto machen? Ja. Danke. Schönen Tag. Weil die waren richtig nett. Der so, ja, von mir aus. Never seen a nigger on a horse. Das ist denen ihr Job? Die reiten hier durch den englischen Garten auf einem Pferd und sind Polizisten, verbeamtet, zahlen weniger Steuer, gute Rente. Ich glaube, ich will Polizist werden jetzt. Fahrradkorb oder Pferdekorb? Pferdekorb. Also, ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, wo wir sind. Wir sind hier beim Mini-Hofbräuhaus. Ich weiß nicht, ob das ein sehr bekannter Ort hier ist oder nicht. Es ist im englischen Garten, das heißt, es könnte schon ein sehr krasser Touri-Spot sein. Aber es ist trotzdem, glaube ich, ganz nice, schön versteckt, ruhige Lage. Man hört nicht ein Auto. Und wir probieren jetzt einfach mal Weißwürst, so wie man bayerisch frühstückt. Jetzt schauen wir uns direkt mal die Karte an. Sam, Sonn und Feiertags gibt's frische Weißwürst. Oh, Bruder. Gibt's heute keine Weißwisch, Bruder, dann ist das ganze Video. Sam, Sonn und Feiertags. Gibt's heute keine Weißwisch. Das wäre geisteskrank. Zwar mit Brezen für 5,50 Euro, was in München auch sehr, sehr günstig ist, muss ich sagen. Münchner Schnitzel mit Bratkartoffel, bayerisch geschrieben. Was heißt das? Ich kann es nicht lesen. Bauernkrästel. Ich weiß nicht, was ein Bauernkrästel ist. Schupfnudeln, Gasspotzen, Nürnberger, Currywurst, Schinkennudeln. Schinkennudeln, sehr underrated das Gericht. Leberkas, Borsiers. Ein Kuchen. Kaiserschmarrn. Ein Wurstsalat. Ein Wurstsalat. Aber mit O, Alter, das ist crazy. Ey, ich will aber Weißwurst haben, Bro. Mini Hofbräuhaus, Ladies and Gentlemen. Fragen wir mal. Ich muss schauen, wen ich finde. Chinesisch. Ja, jetzt geht schon. Ich spreche einfach Englisch, sag American YouTuber. Hi, ihr Süßen. Das ist Kai Bayer, das wäre gleich. Weißwurst. Das glaube ich safe nicht heute. Ah, da habe ich auch nicht dran gedacht. Weißwurst. Ich war zweimal hier, das war halt zufällig dann immer genau an dem muss Tag. Muss Weißwurst. Schinken oder Weißwurst? Wisst ihr, wo ich Weißwurst in Wien, in München essen kann? Samstag oder Sonntag. Ja, aber wo finde ich welche in München? Finde ich heute irgendwo Weißwurst in München? Weißwurst in der Stadt Mitte. So, verehrte Damen und Herren. Ja, es gibt keine Weißwisch, die gibt es nur samstags und sonntags. Trotzdem finde ich die Location sehr, sehr süß. Ich habe einfach wirklich dieses Craving gehabt nach bayerischer Küche. Käsespätzle und Schweinebraten. Gardein, ist das schon meiner? Nochmal Schweinebraten, nochmal Schweinebraten. Alter, Bro, das sieht so geil aus. Kraut, dieser Knödel. Schweinebraten. Das ist in Bayern, wenn mich nicht alles täuscht, ist das Kraut immer warm. Ich sag das hier mit warm sein. Dann haben wir hier Schweinebraten mit Kümmel, diese Fettschicht, diese Kruste sieht auch sehr, sehr nice aus und hört euch das an. Genau so muss ein Schweinebraten klingen. Schweinisch. Ich kann aber nicht mit dem Schweinebraten anfangen, weil der wird viel mehr Flavor haben als Käsespätzle. Käsespätzle, sage ich euch, gibt es sehr gute und sehr schlechte. Mac and Cheese und Käsespätzle, brauchen wir nicht reden, Käsespätzle. Hier Mac and Cheese. Ganz weit unten, nicht hier im Teller, auf Bayern, auf die bayerische Kultur. Prost zum Wohle. Vor so 2 Jahren hat mir das noch nicht geschmeckt. Das ist ein Bier und das musst du dich gewöhnen. Weißt du, seit wann ich das liebe? Seit wann? Seitdem wir letztes Jahr auf der Wiesn waren im Weinzelt. Foltern wir euch nicht lange auf die Spanne, Ladies? Spannen wir euch nicht so lange auf die Pforte, ich muss auch überlegen. Spannen wir euch nicht so lange. Gehen wir rein in die Käsespätzle, Ladies and Gentlemen. Jetzt wird ein Traum von mir mal wieder wahr. Wir sitzen in Bayern.
Mhm. Falls ihr die Thumbnail gesehen habt, der Käse hat sich ewig lang gezogen. Einfach Spider-Man. Ich sag ehrlich, sind noch keine Endgegner, aber sind geil. Probier. Die sind einfach, die schmecken bayerisch. Geil, gell? Mhm. Oh. Schwarzer Pfeffer, Bruder. Ja, Käse und schwarzer Pfeffer. Einfach nach München fahren und das hier machen, das. Da sind safe schon zwei Käse drin. Und die Lauchzwiebeln machen auch sehr viel Sinn, muss ich sagen. Aber es sind immer zu viele. Mhm. Hofbräu. By the way, falls ihr das Video seht, können wir da irgendwas machen? Wiesen? Das ist das Warm-up fürs Warm-up-Video für die Wiesen. Bald geht die Wiesen los, Ladies and Gentlemen. Freue ich auf 2 bis 3 Videos von der Wiesen. Ich denke, es werden eher 2. Und dann 5-mal privat gehen und sich richtig dienen. Fufu. Wie lange hast du keinen Schweinebraten mehr gegessen? Locker ein Jahr jetzt. Ich glaube, ich länger. Also so bayerischen Schweinebraten wahrscheinlich 3-4 Jahre nicht mehr. Erstmal muss man hier reingehen. Immer ins Gemüse. Semmelstück einfach. Ja, genau. Wie ein Croton. Ja. Wusstest du, dass man die eigentlich eher reißt als schneidet, damit echt mehr Soße dran bleibt? Also man reißt sie, damit mehr Soße dran bleibt, oder ja, was? Krass. Ich liebe es auch, mein Essen komplett zu preparen, damit ich nur noch mit Gabel essen kann. Kennst du das? Wie man es früher für die Kinder gemacht hat. Als wäre ich erwachsen. Bernd Zehner sagt doch Perfect Bite, oder? Was sagt er? Perfect Bite, sagt er. Schau, wenn du jetzt das da drauf machst, wie sieht es aus für dich? Wie sieht es aus für dich? Es sieht aus wie die bayerische Flagge. Nee, tut's nicht, aber schmeckt so. Bayerisches Essen auf die 1. Warum glaubst du, sind die Bayern so gut? Im Fußball, Schweinsbraten. Ja, das ist richtig. Ich bin ehrlich, ich muss wieder ein bisschen mehr Schweinebraten essen. Ich habe das Gefühl, hier in dieser Soße könnte ein bisschen mehr Juice, ein bisschen mehr Flavor sein. So. Aber es schmeckt gut und ich bin zufriedengestellt. Und ich muss auch sagen, ich hätte gedacht, dass man für das hier jetzt schon locker so 50, 60 Euro bezahlt, weil München halt einfach, es hat 34 Euro gekostet, das finde ich, ist voll okay. Ich würde mir gerne einen Teller nur bestellen, nur mit der Kruste. Das ist die genau richtige Menge, dass du nicht süchtig, also dass du nicht zu viel hast, dann wirst du nicht satisfied. Also ich wette, der Schweinebraten geht noch viel besser, aber es ist super, kennst du es? Einfach zufriedenstellend und lecker. Gut, wir haben ihn jetzt aber auch schon ein bisschen stehen lassen, muss man ja, auch sagen. Ja, aber das Fleisch ist zart, das Fett ist angenehm im Mund, es ist nicht so, dass es chewen muss. Die Haut ist super crunchy, super zufriedenstellend. Das ist wirklich Comfort Food at its finest gerade so. Was Geileres gibt, bist du auf der Wiesn, hast du 1-2 Maß getrunken und bestellst dir genau sowas dann. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen so ein Essen, was so ein bisschen spartanisch wieder wirkt, was uns ein bisschen zurückbringt, ja, aber schmeckt eigentlich wie Fine Dining. Also brauchst du mir nicht sagen, dass so ein Schweinebraten nichts mit Fine Dining zu tun hat, mit dem Fett, mit der Kruste, drei Konsistenzen in einem Stück Fleisch. Mhm. Habt ihr es gehört? Nee, das ist unfair. Ich liebe München. Sehr, sehr schade, dass es hier keine Weißwurst gibt. Aber wenn ihr jetzt Bock habt, mir zu helfen, schreibt ihr mir unten in die Kommentare, warum so viele noch nicht den Kanal abonniert haben. Was soll eigentlich dieser Schmarrn? Ihr schreibt mir unten in die Kommentare, wo finde ich die beste Weißwurst in München? Lukas hat auch gerade gemeint, Kümmel zum Beispiel mag er nicht, aber in solchen Speisen schon. Und ich muss sagen, ich hatte auch eine lange Zeit, in der ich Kümmel nicht gemocht habe. Aber Kümmel wird immer geiler. Einfach, wie jetzt wirklich Hundekampftreff, oder? Wenn ich meine Ten Essentials jemals auf GQ zeige, bringe ich einfach Kümmel mit. Da kannst du noch dazu sagen, vielleicht, dass wenn Leute Angst vor Hunden haben, dann brauchen die hier nicht herkommen. Also hier sind jetzt, ich glaube, das hat schon jeder selber bemerkt, dass wenn ich Angst vor Hunden habe, komme ich nicht in den englischen Garten allein. Allein hier sitzen, glaube ich, jetzt 12 Hunde. Aber die sind ja alle klein, Digga. Ich könnte gegen die easy kämpfen. 10 Tiere und 2 davon, hier sind auch 2 Hunde. Du bist ein Hund, Digga. Mmh, super Start. Weiter geht's. Weiß zwar nicht wohin, aber egal. Dann bringt ihr schön euer Geschirr weg. Ihr brav sein, so wie es die Mama euch pfeift. Hey, sie sind wirklich viele Hunde. Wie Gott. Ich will dir gar nicht sagen, oh, das ist eines der besten Lokalitäten, wo ihr essen könnt. Aber ich bin sehr zufriedengestellt. Es war sehr lecker. Super nettes Personal. Selbstbedienung. Das ist halt wirklich, das ist halt bodenlos. Was soll das? Was soll das? Was machst du hier? Ja, auf jeden Fall sehr nice. Viele Hunde, also wenn ihr Angst habt vor Hunden, kommt nicht hierher. Wenn ihr mit dem Fahrrad kommt, stellt euch darauf ein, dass ihr gejagt werdet von Pitbull. Geil, danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, falls ihr Bock habt. Freut euch auf die nächsten Videos. Platz Trends 1, wir kommen. Outro? Das war Outro. Ach so.
So, ihr grillt auch, oder was? Ja, grill, ja. God damn. Ja. Muss ich nochmal kommen, gell? Komm. Ich komme nochmal. Gut. Ciao, gell? Ja. War lecker. Ja, war, ciao. Hat einfach Spare Ribs da gegrillt. Weißt du, wie geil Spare Ribs sind? Mhm.